Ja, ist ja gut, es geht ja schon weiter. Part 9 von The Legend of Zelda Twilight Princess. Und vermeintlich war ich der Meinung, also nicht rechtens, war ich der Meinung, dass wir hier schon zum Endboss gehen können. Aber das stimmt ja gar nicht. Wir müssen ja noch was erledigen, nicht wahr? Und das zeige ich euch jetzt. Wir haben nämlich was vergessen, beziehungsweise ich war zu doof, um es zu finden. Beziehungsweise ich war zu doof, um es zu machen. Wie auch immer. Aber ihr habt mir da auf die Sprünge geholfen. Mein Gehirn war da nicht stark genug. Aber diesmal wird es reichen. Und mir ist auch noch eine andere Stelle aufgefallen, wo wir auch noch was machen müssen. Wenn wir beides noch machen müssen, bevor wir dann zum Endboss gehen können. Aber das wird nicht lange dauern. Wir werden hier die Gegner großzügig auslassen. Ich wünsche euch natürlich viel Spaß mit dem 9. Part und dem womöglichen Abschluss des ersten Dungeons, vorausgesetzt der erste Boss. Aber da mache ich mir aber keine Angst, mache ich mir keine Sorgen. Ist nicht so schwer. Aber das war ja nie. Und dass ich hier jetzt ein paar kleine Enge hänge hatte, lag halt auch einfach dran, noch daran, dass ich noch so die alte Mechanik irgendwie gewöhnt war. So mit dem Wind und so, das habe ich halt nicht begriffen in dem Moment. So. Und jetzt passt mal auf hier. Ich Doofkopf muss natürlich nicht das die Kiste anvisieren, sondern das Seil. Natürlich, ist doch sonnenklar. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir hier noch was Kostbares drin finden. Oh. Was ist das denn? Ach so, guck mal an. Du erhältst den Kompass. Er zeigt dir, wo du die Schätze in diesem Dungeon findest. Sieh auf dem Kartenbildschirm nach, wenn du die Schätze suchen willst. Ja, geiler Scheiß. Gab doch was Brauchbares, oder? Damit kannst du vielleicht sogar herausfinden, wo das ist, was ich suche. Na los, siehst dir doch mal an. Ja, siehst dir doch mal an. Ach, guck mal da unten zum Beispiel. Ach, hä, da waren wir doch schon drinne. Ach, da waren die Rubinen, die man nicht aufnehmen konnte. Die Kiste ist deswegen wieder verschlossen. Das ist ja nett. Normalerweise wäre sie verloren, aber nicht in einem Nintendo-Spiel. So, da ist aber, da gibt es aber noch ein zweites Geheimnis. Da gehen wir jetzt hin. Was war, da war ich auch beim ersten Mal zu doof, um es zu checken, beziehungsweise dann im Nachhinein habe ich nicht mehr dran gedacht, als wir den Bumerang bekommen haben. Aber da müssen wir jetzt nochmal hingehen. Das ist gar nicht so weit weg, wenn ich mich recht entsinne, dann müssen wir jetzt nur hier hoch. Dann hier links abbiegen. So. Und jetzt hier natürlich haben wir ja auch was gefunden, eine Kiste, beziehungsweise ja eine Kiste war das, glaube ich. Und da gehen wir jetzt hin. Guck mal hier, jetzt können wir nämlich hier die Lampen auspusten und dann fahren nämlich die restlichen zwei Plattformen auch noch runter. Na? Nicht? Kein Düdüdüdüdüdü? Was ist denn hier los? Kann man das hier auch, ne, das bringt aber nichts. Okay, was ist denn hier drin, ne? Ah, das kann nichts Wertvolles sein. Ach was! Du erhältst ein Herzteil, sammle zwei weitere und du erhältst ein zusätzliches Herzteil. Ich nehme alles zurück. Ein zusätzliches Herz. Ich nehme alles zurück, doch was Wertvolles. Zwei Herzteile in einem Dungeon, das ist ja krass. Okay, das ist ja echt komisch, das habe ich bis jetzt noch nie gehabt, dass in einem Zelda-Spiel die Herzteile in Dungeons zu finden waren, aber cool, coole Idee. Das heißt nicht nur, und der Kompass ist auch zurück. Ich habe ja eigentlich nicht mehr damit gerechnet, dass er noch auftaucht, aber ja, nö, habe ich mich wohl getäuscht. Aber jetzt kommen wir hier endlich zum Endboss, Endboss-Time. Müssen wir lang, hier so, zack. So. Frag mich bloß, wie die Affen so schnell. Guck mal, hier hängen sie jetzt. Und wenn ich jetzt gleich auf der anderen Seite bin, hier, wieder in der Nähe des Endbosses, sind sie wieder, auch hängen sie wieder bestimmt als Kette da. Das ist ja cool. Der Kompass ist auch wieder da, das freut mich.
Und Herzteile in Dungeons, da muss ich mich erstmal dran gewöhnen. Das heißt, in jeder Kiste könnte ein womögliches Herzteil lauern in einem Dungeon. Das ist ja... okay. Ich dachte hier vielleicht doch nur... drüben ist auch eine Kiste. Waren wir da schon drinnen? Ach ja, das war die... wir müssen noch mal kurz hingucken. Bin mir unsicher, ob wir da schon drinnen waren in der Kiste. Ob wir die schon aufgemacht haben. Ach nee, das ist ja da, wo wir hergekommen sind. Ich bin ja blöd. Wo laufe ich denn jetzt hin? Ne, was ja sogar. Waren wir da drüben in der Kiste? Ach du Scheiße, ey. Durch den Kompass bin ich jetzt völlig verwirrt. Da müssen wir jetzt noch mal kurz hingucken. So, da waren wir ja definitiv drinnen. Die wird auch nicht angezeigt auf der Karte. So, hier soll noch eine Kiste sein. Wo denn da? Da müssen wir mal gucken. Hä? Hier irgendwo angeblich. Ach, guck mal. Stimmt ein bisschen zaster, wa? Ja, genau. Können wir aber nicht aufnehmen. Ach, die mal nimmt das ja trotzdem. Na gut. Haben wir das auch gefunden? Ah, cool. Dann verschwindet die Kiste auch auf dem Mini-Radar. Na gut. Okay. Geht das schon los zum Endboss? Ich weiß, ihr habt lange darauf warten müssen. Aber jetzt geht's los. Jetzt ist hier unsere Rosenblüte. Guck mal. Mysteriös. Und warum ist hier was zum Klettern? Gute Frage. So, auf zum Endboss, Baby. Da lang. Warte mal. Ne, hier lang müssen wir. Ne, ist ja Blödsinn, was mache ich? Ach, was mache ich denn? Oh. Ja, hier lang müssen wir, hier hoch. Verdammt doch mal, was mache ich denn? Es war alles Absicht, zur Zeitversicherung, um die Zeit zu strecken, weil... Ah, ja, ja. So. So, jetzt aber. Da drüben ist ja auch noch eine Kiste, ey. Ja, da wird schon nichts mehr Wertvolles sein, oder? Scheiße, ey. Das lässt mir jetzt keine Ruhe. Da müssen wir eventuell nochmal hingucken. Oder? Ah, ne, das war die Kiste. Das war ja die Kiste, wo die 20 Rubine drin sind, ne? Genau. Da müssen wir nicht nochmal hin. Okay. Endboss-Time. Moment hier. Herzchen-Time. Dann eben nicht. So, da rechts ist auch noch eine Kiste. Müssen wir trotzdem nochmal hingucken, tut mir leid. Bin mir nämlich jetzt unsicher. Und Unsicherheit mag ich gar nicht. Da oben muss die sein. Hier so. Ach, guck mal, da waren wir ja noch gar nicht. Wie kommen wir denn da hin? Lol, da kann man ja einfach hochspringen oder was? Nee, oder? Nee, da bin ich ja viel zu klein. Ja, und klettern kann ich ja natürlich nicht. Ja, wie kommen wir denn jetzt da hoch? Guck mal, da oben ist die Kiste hier. Ach, guck mal, Fackeln. Bin ich blöd. So, jetzt. Nö, das bringt nichts. Vielleicht in der anderen Reihenfolge. So, komm mal her. Vielleicht müssen wir die auch killen, um irgendwas auszulösen. Was ich allerdings ein bisschen bezweifle. Ach, vielleicht erst die Platten wegmachen? Kann das sein? Hm, wer weiß das schon, ne? Wir probieren es einfach aus. Na, wird nichts bringen, ne? Guck mal, die gehen ja gar nicht rauszuholen. Naja, das ist bloß Deko, die rausgerissen wird. Okay. Wie kommen wir denn an diese Kiste ran?
Ah, warte mal. Hä, dann muss ich. Was habe ich denn da alles übersehen? Das gibt's doch wohl gar nicht. Scheiße, die Spinne ist wieder da. Ja, mal ab. Hä, warum war ich denn noch nicht bei der Kiste? Was hab ich denn da geritten? Da habe ich bestimmt wieder irgendwas abgelenkt und deswegen bin ich nicht zu der Kiste hin, aber. What the hell? Wie konnte mir das passieren? Ach genau, der Affe hat mich abgelenkt. Oh. Da waren wir echt nicht bei der Kiste. Das gibt's doch wohl gar nicht. Ja, guck mal hier. Oh Gott, ey. Bin ich mal gespannt, was hier drin ist. Ah, nur Zaster, oder? Ah, die passen nicht rein, aber die Zähne nimmt er mit. Na gut, egal. Haben wir das auch mal gesehen? So, jetzt kommen wir aber zum Endboss. Ja, habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, ne? So. Endboss-Time. Na. Naja, immerhin das Herzteil haben wir noch gefunden, ne? Da hätte ich mich wahrscheinlich hier dann zum Ende des Spiels, wenn ich irgendwann zum Ende komme, tot und deppert, dumm und deppert gesucht, wo das Herzteil zu finden ist. Voraussetzt, wir finden noch alle. Weil wenn wir 5 immer finden müssen für einen kompletten Herzcontainer, dann wird das echt eine harte Nummer. So. Wunderbar. Und natürlich hier, guck mal, der. Achso, jetzt war ich wieder von der Kiste da unten rechts auf der Minikarte verwirrt. Jetzt geht's hier zum Endboss. Der Kompass zeigt es uns auch an. Moment, vielleicht können wir hier eine Beschreibung sehen. Ach, guck mal, Totenkopf zeigt er uns hier an. Haben wir leider keine Beschreibung? Okay, egal. Okay, dann geht's jetzt zum Endboss. Ein bisschen Leben hier vielleicht noch drin. Leben. Leben. Nice. Oh, eine Fee. Ah, okay. Ich sehe, was zu tun ist. Ah, cool. Ach ja. Du fängst eine Fee in der Flasche. Sie gibt dir Herzen, wenn du sie am nötigsten hast. Lege sie auf Y oder X und sie füllt dir bis zu 8 Herzen wieder auf. Ja, ist es dann auch so, dass die einen wiederbelebt, wenn man stirbt? So nach alter Zelda-Logik? Müsste ja eigentlich, ne? Theoretisch. Ja, ich vertraue dem jetzt mal, deswegen werden wir, ich befürchte, wir werden die Lampe und den Bumerang brauchen, irgendwie. Mal gucken. Oh Gott, jetzt geht's hier los. In den Dungeon Raum, in den Bossraum. Oh, drück mir den Daumen. Na, coole Mechanik. Eine fette Tür. Oh Gott. Ah, okay. Bomben-Time. Ja. Sieht gemütlich aus. Schattenparasit Plantain Ferner oder so. Mal gucken hier. Ach, guck mal. Ich glaube, ich habe es kapiert. Oh yeah. Friss das, Mann. Jetzt? Lol. Hä? Das kann es doch noch nicht gewesen sein. Nee, oder? Alter! Was bist du denn? Was bist du denn? Alter Schwede! Voll das Auge, ey! Ja, hehe.
Oh, jetzt wird die Mucke nochmal anders. Wie geil ist das denn, man? 5000 verschiedene Musikstücke. Ach, guck mal, der Dickarsch. Hilft der uns jetzt? Lol. Danke, Kumpel. Ja, super. Das ist ja cool. Scheiße, da müssen wir den tatsächlich so blöd anvisieren, ne? Na komm, du Penner. Wo ist das, Mann? Das ist ja cool. Das gefällt mir jetzt schon, der Bossfight, ey. Muss natürlich das richtige Timing haben, ne? Na komm, du Penner! Scheiße! Ja, die hat er natürlich nicht gefressen, ne? Oh, das ist ja geil, das gefällt mir. Scheiße! Zu weit weg, ne? Ich habe halt Angst, getroffen zu werden, ne? Yeah, Mann! Oh, geil, das hätte uns jetzt der Meister Dickarsch hilft hier. Na komm ran, Mann! Hä, was soll ich denn jetzt machen? Muss ich den ärgern oder was? Lol, das geht, reicht doch nicht. Warum kommt denn der nicht? Moment mal kurz. Wir gehen mal kurz auf die Schleuder noch. Ich glaube aber nicht, dass es was bringt. Ach so, bin ich doof. Ja, natürlich. Komm her, bam! Okay, zweite Phase. Oh, was ist das? Ah, mit deinem Scheiß! Na komm ran, Mann! Das war nicht getroffen, ne? Doch! Lol. Okay. Okay. In your face, Mann! Ah, guck mal, die können wir auch direkt aus unserer Hand reinschicken, wollte ich schon sagen. Okay, dann müssen wir das anders machen. Ach so, ja, wir müssen es anders machen. Na komm schon.
Das ist ja mördergeil, Mann. Guck doch das an. Oder BAM! In your face, Mann! Komm her, Mann! Oh, BAM! Oh, war's das? Die, Motherfucker! Die! Das ist ein geiler Bossfight. Das schlägt ja alles in Ocarina of Time. Jetzt schon. Okay. Ach was. Yeah, Mann. Herz-Container-Zeit. Oh, wie er sein Schwert jetzt. Ching. Ja, bist du ganz schön ausgedörrt, wa? Kumpel. Oh, ich muss mal einen Schluck trinken. Und wisst ihr noch was? Keine Framelags. Keine Framelags. Aber jetzt egal. Okay. Was ist das? Was bist du? Hehe! Gut gemacht! Das ist es, was ich gesucht habe! Das Ding hier ist ein Schattenkristall! Die Lichtgeister nennen das wohl die dunkle Macht! Genau! Hat denn der Lichtgeist nicht gesagt, nicht... mit dieser dunklen Macht könnten wir irgendwie die Welt retten? Ob das wirklich so einfach ist? Und ob das hier wirklich reicht? Es gibt insgesamt 3 Schattenkristalle. Über die übrigen wissen bestimmt die anderen Lichtgeister Bescheid. Und wenn du die restlichen 2 hast, werde ich dir auch sagen, was es mit den Schattenkristallen eigentlich auf sich hat. Gib dir also Mühe, sie zu finden. Verschwenden wir also keine Zeit. Noch 2 gibt es. Gehen wir sie suchen. Okay. Aber vorher, nichts wie raus hier. Und den Herzcontainer von deinem geschlagenen Gegner, den solltest du mitnehmen. Ja, den werden wir auch mitnehmen. Geil, geil. Oh ja, Mann. Der erste Herzcontainer, jetzt passt mal auf, jetzt passt mal auf. Herzcontainer erhalten. Die Zahl deiner Herzen steigt um 1. Außerdem wird deine Gesundheit wiederhergestellt. Blüb, blüb. Geil, warte mal kurz, vielleicht haben wir hier noch Munition. Geil. Geil, 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 geil. Weiß gar nicht hier. Ich habe ja gehört, viele kritisieren diesen Teil, weil er wohl irgendwie nicht so Zelda-typisch ist. Aber ich finde schon, dass er Zelda-typisch ist. Er ist halt bloß auf erfrischende Weise neu. Er macht so ein paar Kleinigkeiten. Natürlich bleibt er grundlegend der Serie treu. Das muss er ja auch. Ach, guck mal, hier können wir bestimmt einen Fisch angeln. Guck mal, hier sind Fische im Wasser. Oder? Habe ich bestimmt... Was ist denn da hinten? Hä? Ach ne, das ist bloß ein Gewächs. Okay. Aber hier ist auch cool. Guck mal, hier sieht geil aus. Aber jetzt müssen wir schon mal angeln. Angeln, angeln, angeln. Zack. Und Angeltime. Hoffe ich zumindest. Zumindest sieht irgendwie was danach aus, als würde es drin rumschwimmen. Na, guck mal, da schwimmt was. Komm schon. Beiß an! Och Manu, komm schon! Und jetzt sagt nicht wieder viel zu ungeduldig! Ich sehe sie doch da, die kleinen Fischchen. Ich lasse euch doch wieder frei. Ich will euch nur einmal in der Hand haben und ein bisschen hier streicheln und so, ne? Bräuchte mir vielleicht so einen Köder, ne? So einen Bienenlarvenköder. Die Frage, das interessiert mich auch immer, wenn ich irgendwo mal in Zukunft ein Gewässer sehe und da komme ich später eventuell nicht mehr hin oder nur mit großem Aufwand und ich habe keinen Köder dabei, um das Zeug zu angeln, um die Viecher rauszuholen, da die Fische oder was auch immer ich dann angeln kann. Gibt es diese Fische dann nur an dieser besonderen Stelle oder gibt es die durchaus an mehreren verschiedenen Stellen? Das weiß ich ja auch nicht. Ist ja alles blind. Einfach versuchen wir es noch. Hier können wir gar nicht, ist zu hoch. Ist zu tief.
Komm schon. Beißt an. Die wollen nicht. Na gut, egal. Wir müssen weiter. Wir müssen weiter. Bist du wirklich von weg von hier? Du bist sicher, dass du nichts vergessen hast? Nee, ich bin mir nicht sicher. Aber wir hauen trotzdem ab. Jetzt sind wir wieder so bestimmt hochteleportiert, oder? Ja, oder so. Guck mal, bestimmt. Spiel speichern, okay. Machen wir mal. Geil, dass es jetzt links da oben dort steht. Es geht bestimmt der Lichtgeist mit uns. Link, edler Held. Noch immer gibt es in Hyrule Orte, die von dunklen Schatten umhüllt sind. Verlasse den Wald und wende dich nach Osten. So gelangst du in das Gebiet, das der Lichtgeist Eldin beschützt. Dort wirst du jene finden, die du suchst. Aber auch dieses Gebiet ist von dunklen Wolken umhüllt und wird vom Schattenreich regiert. Sei dir bewusst, dass du wieder die Gestalt eines Wolfes annehmen wirst, wenn du es betrittst. Also, von den Göttinnen auserwählter Held, verlasse diesen Wald und gehe nach Osten in das Gebiet Eldin. Toll, was? Das wird uns die Suche viel leichter machen! Hehe! Und die anderen Lichtgeister willst du natürlich auch retten, oder? Was? Mach dir keine Sorgen! Ich werde mich schon um dich kümmern, wenn du wieder zum Wolf geworden bist. Also, find mir erstmal den Eingang zum Schattenreich. Wenn du dort bist, helfe ich dir schon. Hey, man sieht sich. Okay. Geiler Scheiß. Erste Dungeon abgeschlossen. Und keine Framelags. Oh, ich freue mich schon. So, schaut mal hier, fast 30 Minuten sind rum und wir haben keine Framelags. Was ist denn hier los, ey? Das ist doch nicht normal. Oh, hoffentlich bleibt das so. Geh noch mal angeln, vielleicht. Nein, das sieht hier kaputt aus. Ich glaube, hier können wir nichts angeln. Ich glaube, wir wollen auch gar nichts. Die heilige Quelle und so, ne? Nee, nee, nee. Wo ist denn hier unser Gaul? Müssen wir hier unser Epona rufen? Epona! Keine Spur von Epona. Nee. Jetzt geht's aber los. Jetzt geht's wohl los, oder was? Was ist denn überhaupt? Warum ist das da drüben noch lila da oben hier links auf der Minikarte? Schaut mal. Da. Wald von Fyrone. Ah, das ist der Eingang, oder was? Aber hier ist doch der Eingang von Fyrone. Wo ist es denn hier? Sollen wir da hin, oder was? Ich würde lieber erstmal in unser Dorf rein. Mal wieder, ne? Mal gucken, was da los ist. Und mal gucken, was mit den Kindern los ist, vor allen Dingen. Das wissen wir ja auch noch nicht. Hä, ich glaube, ich habe mich verlaufen. Oder? Nee, das ist schon richtig hier. Jetzt sind wir gleich im Dorf, ne? Schon lange nicht mehr hier gewesen. Ja, drei fette Parts sind wir in dem Dungeon rumgelatscht, ey. Im Waldschrein. So, wir kommen. Ich hoffe, die Kinder sind jetzt wieder da. Ich verstehe bloß nicht, warum da drüben so eine Quelle ist, ne? Und wenn man jetzt hier hinkommt, ist nochmal genau dieselbe Quelle. Oder? Irgendwas daran scheine ich nicht zu kapieren, anscheinend. Oder ist das eine andere Quelle? Ein bisschen zumindest, ne? Das habe ich nämlich vorhin so gewundert irgendwie. Naja.
Jetzt scheint ja das Rätsel gelöst zu sein. So, wir haben volle Knete. Deswegen gehen wir einfach weiter. So, auf ins Dörfchen. Wie heißt es nochmal? Odin, Idone, Ordon. Ordon war es. Ja, ich weiß. Kinders? Kinders! Guck mal hier, Vögelchen und so. Gehen wir mal ins Dorf, gucken, was da los ist, ey. Von den Kindern haben wir ja jetzt gar keine Spur gefunden. Ist auch ungewöhnlich, oder? Hallo? Jemand zu Hause? Hä, was ist denn hier los? Gar niemand da? Ach doch, ist da. Gut. Gehen wir erstmal in den Laden rein. Gucken, was die zu melden hat. Oh Gott, ich weiß, die Synchronstimme nicht mehr aus dem Kopf. Oh, die ist schon wieder traurig. Was ist mit der los? Ach so, wegen ihrer Kinder. Link! Dir geht es... Oh, scheiße, ich weiß nicht mal, wie sie redet. Link, dir... Nee, so war es auch nicht. Link, dir geht es also gut. Na, so ein Glück. Vielleicht irgendwie so. Aber sag, hast du nicht irgendwo die Kinder gesehen? Stell dir vor, kurz nach deinem Aufbruch wurde das Dorf von Monstern angegriffen. Link, ich bitte dich, du musst die Kinder unbedingt retten. Na, natürlich, vielleicht habe ich ja Waren, die du brauchen kannst. Vieles ist nicht im Lager, aber sieh dich ruhig um. Okay. Milch? Ja, nee, die haben wir in der Fee, ne? Laternenöl? 20 Rubinen? Schnäppchen, oder? Das nehmen wir mit. Lampenöl kostet 20 Rubinen, willst du welches? Gekauft. Also gut, dann fülle ich das Öl in deine Lampe. Herrlich. Bienenlarven erstmal nicht, vielleicht später. Ich weiß noch nicht genau, was die wirklich gut sind. Wahrscheinlich brauchen wir die an gewissen Stellen, um bestimmte Fische rauszuholen, ne? Komm einfach vorbei, wenn du irgendwas brauchst. Wegen der Kinderlink. Ich zähle auf dich. Oh, ich gebe mir Mühe. Ich gebe mir Mühe. Versprochen. Ach, guck mal hier, Hühnchen. Ja. Jetzt redest du natürlich nicht mehr mit uns, ne? Na, ich lass dich lieber in Ruhe. Die kann man bestimmt auch kloppen, oder? Oh ja, ich glaube, diesen Hühner-Gag haben sie bestimmt wieder eingebaut. Aber den zeige ich euch später mal bei Gelegenheit. Haben wir jetzt keine Zeit mehr. Ich möchte noch ein bisschen was machen. Link, das bist du ja wieder. Nee, da stopp, das ist ein S zu viel. Da bist du ja wieder. Hast du schon gehört, die Kinder? Sie wurden entführt von Monstern. Das Dorf ist so schrecklich ruhig ohne die Kinder. Das ist deine einzige Sorge, dass es im Dorf ruhiger ist. Ach, können wir bestimmt auch hier so einen Schmetterling fangen, oder? Gehen wir mal hier rein. Ich glaube, hier waren wir noch gar nicht drin, oder? Achso. Die Tür ist abgeschlossen. Oh, jetzt weiß ich, warum wir da noch nicht drin waren. So, da oben hängt wahrscheinlich wieder, ja, wie immer, jeden Tag das Nest neu gebaut. Ist die Schwangere, auf dessen Namen ich nicht komme, auch da? Oh ja. Gehen wir mal rein hier. Oh, der wird sich wundern, dass ich sein Schwert habe, ne? Ach du Scheiße. Link. Gut, dich zu sehen. Zumindest bist du wohl auf. Was ist denn los? Du hast dich bestimmt gewundert, wie ruhig es hier im Dorf ist, oder? Während du weg warst, haben Dämonen das Dorf überfallen. Vielleicht hast du es ja auch schon gehört. Die Kinder, Elia, sie wurden alle entführt. Ich dachte schon, dich hätten sie auch erwischt. Ah, das muss ich unbedingt auch Mo sagen. Aber er hat sich ein wenig hingelegt. Hauptsache, du bist gesund und wieder bei uns. Sicher werden alle sich freuen, wenn du bei ihnen vorbeischaust. Wie, dass sie sich gar nicht wundert, wie ich aussehe, oder? Die Monster! Mein Schwert! Armer Mo.
Aber wir haben ihn nicht angegriffen, ne? Wir haben ihn in Ruhe gelassen. Beziehungsweise haben wir versucht, ihn zu umgehen. Was uns ja geglückt ist. Aber, Link, dieses Schwert. Einer der Dämonen hat es Mo gestohlen. Und jetzt bringst du es zurück? Unglaublich. Bei dir ist es sicher in guten Händen. Also behalt es einfach noch eine Weile. Vielleicht wird es dir ja auch noch nützen. Also, Link, komm bald wieder. Und bring gute Neuigkeiten ins Dorf. Ja, ich wollte es natürlich zurückbringen. Hat man ja gesehen, als ich wieder aus der Tür rausgehen wollte, ne? Ja. Naja, jetzt ist es auf jeden Fall unseres, zumindest leihweise. So wie das Fischernetz in der Link to the Past. Leihweise, zwinker, zwinker. So, welchen Maus waren wir denn noch gar nicht? Da, wo unser Hündchen ist. Müssen wir natürlich auch mal vorbeigucken. Ach, guck mal hier. Link! Du bist also noch am Leben! Und du weißt auch nicht, wo die Kinder sind. Irgendwelche Monster haben sie entführt. Ja, die Kinder, alle. Mo ist verletzt, deshalb hat sich der Bürgermeister auf die Suche gemacht. Aber er ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Bitte, Link, du musst helfen, die Kinder zu finden. Ja, ich gebe mir ja wirklich die größte Mühe. Ich habe noch gar keine Anhaltsspur, wenn ich ehrlich sein soll. Oh, guck mal hier, unser Hundchen. Oh, ganz traurige Mutti hier. Link! Die Kinder! Unsere Kinder! Entführt von Monstern! Was sollen wir nun tun? Mein Taro! Mein Maru! Wo seid ihr jetzt nur? Wenn ich immer so Stimmen nachmache, wie jetzt in dem Fall so eine weinerliche Stimme, da kommen mir immer so ein bisschen automatisch selber auch die Tränen. Ich kann das gar nicht steuern. Keine Ahnung, woran das liegt. Kann man den nicht irgendwie streichen oder was? Hier kommt wieder, kleiner Freund. Wir sprechen uns noch als Wolf. Wenn ich wieder als Wolf da bin. Ja, Bürgermeisterhaus fehlt noch und die Weide. Beziehungsweise waren wir hier oben schon. Ach, hier waren wir noch gar nicht, oder? Zumindest nicht als Link. Als normal menschlicher Link. Guck mal hier, Hühnchen und so. Was ist denn du hier? Komm mal hier runter. Okay. Hier können wir hochklettern. Oder ich witter Geheimnisse. Warum war ich da als Link noch nicht oben? Das ist ja oberstrange. Ach, da können wir bestimmt in den Schlot reinfallen, oder? Nee. Ach, guck mal, Rubinchen. Die können wir pflücken. Aber was bringt denn das? Na, der wird uns den 10er Rubin wahrscheinlich nur bringen, ne? Aber den brauchen wir ja im Moment nicht. Wir sind ja voll, was die Knete angeht. Aber da drüben waren wir auch noch nicht. Boah, da müssen wir, glaube ich, mal hingucken. Warte mal. Ah, ne, egal. Kommen wir ja hier nicht hin. Kommen wir hier, können wir hier langlatschen? Ah, so. Okay, dann wäre da der Mythos auch gelöst. Oh, die Dorfmucke gefällt mir ja. Das ist ja der Hammer. Könnten wir sie echt drin verlieren. Gehen wir hier in den Stall. Bringt das was, wenn man die alle in den Stall tut? Keine Ahnung. Wundert mich sowieso, dass es da keine Quest dafür gibt, ne? Gab's ja in jedem Zelda bis jetzt, ne? Oder? Ich glaube, in der Link to the Past nicht. Ich glaube, die Quest gibt's nur in Ocarina of Time, oder? Ich weiß es nicht. So, du auch mal einen mal rein. So, hier drüben war, glaube ich, noch einer. Oder eine Henne in dem Fall. Habe ich recht? Nee, habe ich nicht. Zumindest ist diesmal keine. Okay. Da, 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 da. Da, 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 da.
Naja, es ging ja jetzt lange gut, ne? Muss man ja sagen. Auf der Weide los ist, und da müssen wir dann leider schon den Part beenden. Wo ist denn hier Epona? Was ist denn hier los? Epona? Ah, die muss anders pfeifen. Nee, krieg's nicht hin. Das ist ja cool, dass man die streicheln kann. Das ist ja cool. Das gefällt mir. Ist ja gar niemand. Wo ist denn hier unser... Ach, da hinten steht er. Link, was hast du denn da an? Aber sonst, alles klar bei dir? Mann, was bin ich froh, dich gesund und unverletzt zu sehen. Wir wurden nämlich... von Monstern angegriffen, als du gerade abgereist warst. Aber zum Glück blieb das Dorf unzerstört. Aber die Kinder haben die Monster mitgenommen. Wo Elia ist, weiß auch keiner. Vielleicht ist sie ja zusammen mit den Kindern. Natürlich, das ist es, Link. Du musst sie suchen. Wenn du die Kinder und Elia nicht finden kannst, dann kann es keiner von uns. Oh, warum denn? Was macht denn mich so besonders? Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt hin müssen. Richtung Osten, das ist schon klar. Aber da müssen wir wahrscheinlich hier raus, ne? Wahrscheinlich müssen wir hier raus. Aber das erst im nächsten Part. Wir machen nämlich immer Schluss. Wir stellen uns hier hin bei den Ziegen. Du wirst noch gestreichelt. Oder auch nicht. Doch. Das ist ja saugeil. Dass man dich streicheln kann. So, und dann würde ich mal sagen, fast kein Frame-Lag, wenn man die letzte Situation vor 2 Minuten ignoriert. Und ansonsten, ich fand den Bossfight ja obergeil. Ich bin ja gespannt, was da noch so für Variationen auf uns zukommen, wie die Tools, die Items eingesetzt werden, dass mir die Bumerang, das hat mir eben ultra gut gefallen, wie der Dickarsch hier, der Dickarsch-Affe hin und her ist, wenn ich die Bombe mit dem Bumerang auffangen musste und dann, das war geil. Das war einfach geil irgendwie, ich weiß auch nicht, ey. Hat mir großen Spaß gemacht, hat es euch auch Spaß gemacht, mir zuzuschauen dabei. Und ja, lasst mir ansonsten eure Meinung da, wie euch der Part generell gefallen hat. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und man hört sich dann im nächsten Part wieder. Ja. Bis dann, bye bye und tschüss.